Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und ihr seht, ich bin wieder im Sumpf angekommen, um hier mein Dungbeetle zu zähmen. Das ist halt das Problem, ich will den halt wirklich haben und ich habe nun einmal diese ganze Kacke hier aufgenommen ins Inventar und ich will nicht, dass sie verdirbt. Deshalb mache ich hier einfach mal weiter. Das ist das Gute, es geht anscheinend gleich da weiter, wo ich aufgehört habe. Also nach dem ersten, den ich ihm gegeben habe, nachdem dieser verdammte Dilo uns angegriffen hat. Ja, seht ihr, da geht's ganz gut weiter. Also sehr viel große hatte ich nicht in der Base, aber ein paar waren auf jeden Fall dabei. Das heißt, wir können hier schon mal gut puffern. Da. Um hier. Ja, jetzt sind wir schon bei 16%, Leute. Das ist sehr gut. Habe ich noch Large? Nee. Okay. Jetzt geht's halt ganz normal weiter mit denen hier. Das ist zwar schade, aber es funktioniert ja trotzdem. Ups. Da ist er. Es rennt doch mal nicht so weit weg, Kollege. Nicht, dass hier wieder irgendwas kommt und dich angreift, während ich dich zähmen will. Ja, genau das meine ich. Du sollst nicht in den Sumpf gehen. Das ist ja das Problem an der ganzen Tatsache. Aber ich glaube, die gibt es auch so ziemlich nur im Sumpf. Kann das sein? Ich glaube schon. Deshalb einen sichereren Ort zum Zähmen werden wir definitiv nicht bekommen. So, weiter geht's. Denn hier ist ja alles einigermaßen geklärt. Ich habe auch nochmal vorher geschaut, dass hier jetzt nicht unbedingt irgendwas gleich angestürmt kommt, Baryonyx oder sowas. Da ist halt nur so ein Präteritum, das greift nicht an, wenn man es nicht angreift. Das ist sehr praktisch. Und ansonsten normale Dungbeetles, aber die greifen ihren großen Herrscher ja auch nicht an. Die haben auch überhaupt kein Geschlecht. Also es ist wirklich egal, ob jetzt männlich oder weiblich, da kommt jetzt nichts Unterschiedliches bei raus. So, und dann will ich den unbedingt austesten, wie das so ist, auf einem Dungbeetle zu reiten, mit einem Dungbeetle zu kämpfen und nicht gegen ihn. Ja, sehr gut. Mach einen großen Bogen um meinen Wyvern. Denn ich weiß nicht, ob der dich aggressiv macht. Jetzt haben wir aber, glaube ich, auf jeden Fall genug dabei, um den zu zähmen. Wir müssen also nicht unbedingt nochmal zurück. Zack. Jetzt kommt das Präteritum noch hierher. Aber das macht nichts. Na, wenn du hier runterfällst, Kollege, ne? Also ich komme zwar mit, aber das wäre schon doof. Das wäre schon richtig doof. Na los. Ich habe nicht gemeint, du sollst weiterlaufen. Nur du sollst einmal wieder Hunger haben. Das war eher so mein. Na los. Ja, Leute, ich wollte es halt auch unbedingt mit euch zusammen machen. So, Hälfte haben wir. Denn wann zähmt man schon mal einen Dungbeetle? Ich weiß, der ist nicht High Level. Dafür habe ich auch gar nicht genug Ressourcen. Unbedingt, wenn man das so nennen will. Hey, vielleicht lässt der Große mal was fallen. Das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht. Das könnte ich dann direkt aufheben und verfüttern. Das stört die ja nicht. Aber darauf können wir uns hier nicht verlassen. So, sehr gut. Aber es scheint so, als wäre das egal, wie lange man von dem weg ist. Der 10. Vorteil, der bleibt trotzdem, denn es waren ja immer noch 2% übrig und das war ja das, was ich dem gegeben habe, bevor ich dann in der letzten Folge abgehauen bin. Und da liegt schon ein bisschen Zeit dazwischen. Gott, ich habe so Schiss, dass hier wieder ein Dilo oder irgendwas spawnt. Muss ich dann halt schnell reagieren und versuchen, den zu killen, bevor der meinen Dungbeetle angreift. Wobei ich gar nicht mal sicher bin, ob der am Anfang wirklich den Dungbeetle angegriffen hat oder mich.
Da kommt eine Schnecke, gut. Schnecken sind akzeptiert als Zuschauer. Komm schon, das muss jetzt klappen. Ich habe keine Lust, nochmal von vorne anzufangen. Dann werde ich aber wirklich warten, bis ich nur 4 Kilo habe. Zum Zähmen. Denn dann geht es nochmal doppelt so schnell, glaube ich. Komm schon. Hey, es sieht so aus, als würde der dem hinterherlaufen. Der weiß, dass der was Gutes fallen lassen könnte. Komm schon. Ja. Leute, das wird was. Das sieht nicht schlecht aus. Guck mal, wir haben schon so viel. 78. Wenn das wieder weg ist, ich glaube, ich weiß nicht, was ich dann mache. Das wäre wirklich sowas von gemein. Oh, ich habe Wasser getrunken. So. Ja, komm schon, das muss klappen. Das muss einfach klappen. Warum ist er jetzt so aufgeregt? Chill doch mal. Ich bin doch da. Und ich nehme mich dann noch mit nach Hause, wenn du nett bist. Bitte, bitte. Lass es klappen. Ich bin einmal echt gespannt, wie gut der wirklich betäubt. Das können wir dann gleich mal an verschiedenen Dinos einfach ausprobieren. So. Wie gut das wirkt. So. Komm schon. Ja. 90%, Leute. 90%. Komm schon. 93. Es wird immer schneller. Der wird auch ein bisschen nervös. Brauchst nicht nervös sein. Die sind alle ganz nett bei mir in der Base. Wirklich, ich habe noch keinen Dominus, der angeblich ein bisschen Rage in sich hat, wenn er aufwächst. Der ist noch nicht da, da brauchst du keine Angst haben. So, einmal noch? Oder zweimal? Komm, genau, komm zu mir. Ja, da ist er! Da ist er! Den kann man oben in den Sattel reiten, den kann man ohne den Sattel reiten. Yeah! Geil! So, Leute, den nehmen wir jetzt mit. Den und unsere Vivi. So. Leute, ab nach Hause. Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh, hoffentlich kommt der Wyvern mit. Ja. Glück gehabt. Wir haben es geschafft, den Prime Dung Beetle zu zähmen. Du bekommst ja gleich mal ein bisschen Futter, Futter. Yeah! Das ist meine. Zack. Da ist er, Leute. Da haben wir es geschafft. Ich werde den Wyvern einfach mal kurz hier hinstellen und mich umziehen. Und dann schauen wir mal, wie und was er so alles betäuben kann. So, ich hatte auf jeden Fall richtig geile Handschuhe gefunden. Das war mein Oberteil. Das waren nicht meine Hosen. Das sollten meine Hosen sein. Entschuldigung, da musste ich eben niesen. Schuhe. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Wo sind meine 397er? Hier. Das war es dann auch schon, ne? Genau. Und der Hut, den lasse ich. Wow. Den lasse ich hier. Es wird auch nicht mehr lange dauern, dann ist die Halloween-Mod wieder runter vom Server. Da ich allerdings gerade ein bisschen am Vorproduzieren bin, ist die noch drauf. Oh ja, ich brauche hier unbedingt wieder Wasser. Dann werden die letzten paar Kibbel noch hergestellt. So. Das läuft doch super. Das läuft hier wie im Schnürchen. Seit 3 Folgen, 3 oder 4 Folgen, können wir hier immer die Kibbel nebenbei machen. So, und es nimmt ja auch nicht so viel Zeit in Anspruch, jetzt hier da mal hinzugehen und die Kugel einfach wieder neu zu aktivieren. Einfach neu Wasser reinzufüllen. So, lieber Dungbeetle, wie sieht es aus? Du hast ganz gut Leben, du bekommst auch ganz gut Leben dazu. Okay, mit Rechtsklick.
Ah, und mit C kommt dann diese Welle, alles klar. Lass uns ihn mal anschauen. Der hat eigentlich, wenn man es mal so sieht, durch die großen schwarzen Knopfaugen, ist der eigentlich schon ein bisschen niedlich, oder? Schon so ein bisschen. Und warum komme ich jetzt nicht mehr drauf? Ich bin doof abgestiegen. Ich bin ziemlich doof abgestiegen. So. Okay, also wir könnten ihm Leben geben, wir können ihm aber auch mal Damage geben. Und schauen mal. Wir probieren uns mal eine Moshops, okay. Das ging nicht. Das ging. Okay. Und da ist das Moshops betäubt. Level 200. Man kann es allerdings. Warum kann man das denn nicht sehen? Ach ja, stimmt. Moshops zähmt man passiv. Okay, und da er kein Fleischfresser ist. Gut, okay, ich würde ihn allerdings ein bisschen. Ja, einfach mal zur Sicherheit. Ah ja, gut, das geht auf jeden Fall. Wenn ich mich jetzt hier davor stelle. Ja. Mal sehen, wie schnell der Trikli. Oh, das ging auch relativ schnell. Level 560. Leute, das war ein 560er Trike. Schaut mal, wie schnell der den gelegt hat. Also der Dungbeetle ist echt unbezahlbar. Ich werde den jetzt einfach abwechselnd auf Leben. Okay, 100. 100.000 Leben sollte doch reichen, oder? Okay. Irgendwas hatte mich vorhin angeknabbert. Ne, egal. Egal, der Dungbeetle ist echt. Der ist echt top. Und ich glaube, wenn ich den richtig auf Angriff level, dann wird mir das auch relativ viel bringen. Gut, okay, das ist halt echt. Ups. Ja, und da war er schon betäubt, der 520er Trike. Also, so ein Prime Dung Beetle würde ich euch jetzt nur empfehlen. Ich will mal noch ein bisschen was Heftigeres probieren. Okay, 113. Er kriegt jetzt nicht mehr so viel Leben dazu. Deshalb lassen wir das Leben jetzt wirklich außen vor und machen hier komplett Melee Damage. Aber er sammelt auch Wut und Fetch. Das ist ein guter Beetle. Mal sehen, was er halt wirklich auch aushält, wenn er angegriffen wird. So ein Paul müsste doch schnell liegen, ne? Ja. Einmal und zack, lag er. Da ist ein Pygmy. Was uns jetzt nicht viel bringt, weil wir mit dem Dung Beetle unterwegs sind. Aber ist okay. Sehr gut. Also einen Fetch-Sammler haben wir da jetzt auch dadurch. Pygmy greifen wir jetzt nicht an. Denn sonst greift gleich uns alles an. Ja, der Galli, der lag auch instant. Gut, der war auch Level 60 nur. Da ist ein Alpha-Petri. So weit kommen die Punkte nicht, oder? Oh, da hatten wir ihn fast getroffen. Freunde. Und? Und? Schon wieder fast. Hatte doch nur den Alpha. Oh. Da haben wir ihn getroffen. Na los. Komm schon. Ich kann allerdings mal schauen. Ah, gut. Also es fehlt schon gut was. Gut. Da war der Raptor gleich wieder am Flüchten. Aber man könnte halt hier echt auch aus der Luft. Zack. Level 100 kaputt. In der Luft könnte man also auch gut was erwischen. Hier ist ein Pygmy. Das werden wir hier schlecht erwischen. Ich will einfach mal sehen, wie viel das jetzt hier an einem normalen Galli machen würde. Das ist halt das Problem. Man zielt hiermit nicht wirklich. Treffen wir da das Pygmy? Tatsache, wir haben es getroffen.
Oh. Okay. Also wenn wir jetzt einen Prime Dimorphodon haben wollten, Level 220, hätten wir eine super Chance, aber nö, danke. Der sammelt auch Stein. Das ist natürlich geil. Dass der auch Stein sammelt. Treffen wir den Pronto? Nee. Hatchi? Der wird wohl liegen gerade. Boah, was macht der für einen krassen Angriff gerade? Zack. Und da liegt der nächste Dino. Boah, Leute. Legt euch einen Prime Dunk bitte zu. Der ist echt krass. Und ganz ehrlich, Raikun hat den ja jetzt nur auf Gewicht gelevelt, seinen auch Ragnarok. Aber ich finde, das ist echt Verschwendung, den auf Gewicht zu leveln. So, komm, so ein Pronto braucht natürlich ein bisschen mehr. Aber, ja. Zack. Da liegt er auch. Der ist auch Level 560. 69.000 Topo hatte der. Das ist natürlich richtig geil. Das gefällt mir wirklich sehr gut an dem Dunbeetle. So, wir müssen jetzt aber echt den Pronto mal noch killen. Da kommen wir dann auch definitiv noch Level dazu. Sehr cool. So, und da war es das mit dem Pronto. Boah, Leute. Was habe ich denn da hier kaputt gemacht? Könnte ein Pteranodon sein. Zack. Lag mit einem Schlag. Der bestimmt auch. Ja. Level 100. Frisst das hier vielleicht mal irgendjemand auf? Das wäre cool. Also der Bronto ist ja jetzt auch verschwunden. Weil mein Dungbeetle, der frisst den nicht. Cool. Ja, also mit Betäuben haben wir jetzt überhaupt keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, ob man mit einem Dungbeetle gegen eine Brutmutter bestehen kann. Ich habe vorhin gar nicht auf das Betäuben geachtet von dem Dungbeetle. Komm schon. Beziehungsweise, was der an Schaden dazu bekommen hat. Da habe ich halt echt nicht drauf. Ja, da lag der Dilo auch gleich noch. Da. Aber wir wollen jetzt nicht zähmen. Beziehungsweise könnten wir das mal an Alpha Dinos noch ausprobieren. Das wäre wahrscheinlich mal eine gute Idee. Krass. Krass, krass, krass. So. Und schaut mal, den Petri dort, den hat's gleich gelegt. Hey, was geht? Zack. Und da lag der Trike auch. Oh Leute, ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsdino hier. Ich habe einen neuen Lieblingsdino in der Base und das ist definitiv mein Prime Dungbeetle. Okay, er kann halt echt nicht so wirklich bis auf den Boden. Aber ist okay. Zack. Sehr cool. Schade, dass jetzt hier nichts Größeres irgendwie in der Nähe ist. Lasst uns nochmal zum Sumpf. Lasst uns nochmal kurz zum Sumpf, zum grünen Obelisken. So, na dann schauen wir doch mal, ob wir hier was Gutes finden. Stellen wir eben Gamma hoch. Mammuts sind auf jeden Fall da. Ah, da hinten. Seht ihr das? Da ist ein etwas zu schneller Tiger. Kann dann nur ein Alpha sein. Und wir betreiben hier mal ein bisschen. Nice. Ja, das geht doch super schnell, oder? So, da liegt ein Tiger. Da ist ein Megapithecus. Oh, oh. Level 80. Ja, der Tiger kommt zu mir. Das ist gut. Ich wollte es doch ausprobieren. Dich wollte ich ausprobieren, lieber Tiger. Ob du... Oh, hoffentlich treffe ich den Affen nicht. Also ich habe auf jeden Fall dorthin getroffen, wo der Tiger ist. Ich will halt nicht in die Range von dem Affe geraten. Das wäre wirklich sehr ungünstig. Wie sieht das hier aus? Was ist hier denn eigentlich los? Eigentlich will ich jetzt hier nur mal schauen, wie das aussieht. Ein Sabertooth.
wie das halt wirklich ist, wenn ich hier so einen Alpha angreife. Ja, der ist jetzt fertig und jetzt kommt er hoffentlich zu mir. Na los, komm her. Dein Ernst? Komm her, ich stehe hier. So. Also der macht jetzt nicht so viel Schaden. Es geht. Wenn ich natürlich einen Alpha Rex habe, dann ist das natürlich ein bisschen einfacher, weil ich dann auch den anderen Giftangriff mitmachen kann. Zack, und da liegt er. Oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt dem gerade wirklich 62.000 Torpor gemacht. Also Leute, das ist eine Maschine, die wir ha hier haben. Die kann wirklich alles sammeln. Die sammelt Holz, die sammelt Stein, die sammelt Fett, die sammelt Fleisch, die sammelt eigentlich alles, was das Herz begehrt. Schaut euch das an. Zack. Okay, Flint sammelt er nicht, aber das macht er nichts. Lass uns den mal noch ein bisschen Leben geben und den Rest jetzt wirklich nur auf Angriff. Das war eine gute Investition, will ich mal sagen. Den haben wir jetzt sehr gut getestet. Oh, und da kommt eine Schlange. Also ich würde mal sagen, gegen Schlangen, das kriegen wir auch hin. Ist kein Ding. Okay, ich dachte gerade, wo ist meine Mauer hin? Alles da, alles gut, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben den Dungbeetle und der ist richtig geil. Also den will ich wirklich nicht missen müssen. Missen müssen. Der ist wirklich toll. Das hat er ganz super gemacht. Schaut mal, wie viel er gesammelt hat. Alleine deshalb ist der schon Gold wert, weil der halt hier auch das Zeug sammelt. So, und jetzt haben wir hier auch garantiert. Ah, oh, nein! Echt jetzt? Eins fehlt noch. Ich brauche Spark Powder. Oder ähnliches. Schade, da ist uns das Spark Powder ausgegangen vor dem letzten Kibbel. Eins kriegen wir nämlich hier noch da raus, denke ich. Nee. Fehlt doch noch Wasser. Einmal Wasser noch bitte. Zack. Zack. Noch Wasser rein. Jetzt müsste es aber. Ja, da wird's gecraftet. Sehr gut, Leute. Dann haben wir hier auch die Pulminoskopius-Kibbel alle beisammen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mir gebe. Ich gebe mir einfach mal ein bisschen Angriff. Wenn man Level 123 ist, dann ist das auch relativ egal. Level 125 gibt es einen neuen Sattel. Bin ich mal gespannt, was das ist. So, ich packe jetzt erstmal die 30 noch mit hier rein. Und dann steht auf jeden Fall dem Rex nichts mehr im Wege. Hier. 121 Kibbel. Das sollte doch locker ausreichen. Und zur Not können wir immer noch mehr machen. Das ist ja das Gute. Das ist nämlich überhaupt kein Problem, da noch mehr Kibbel zu machen. Das ist echt toll, Leute, wie wir hier vorankommen. Jetzt haben wir auch noch einen super duper Dungbeetle mit an unserer Seite, womit wir alles betäuben können. Wir werden mal sehen, wie wir den noch einsetzen können. Brauchen auf jeden Fall noch Element. Aber keine Sorge, Leute, das habe ich auf dem Schirm. Und das kriegen wir hin. Das ist doch schon eine gute Basis, auf die wir da gerade schauen. Von daher sollte da nicht allzu viel schief gehen. Ja, das sieht toll aus. Echt kleine Hexe und meine 10 Artefakte. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.